Hallo und schönen guten Nachmittag. Ich freue mich riesig, hier zu sein und vor allem mit der wunderbaren Renée Gertsen. Vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung auch an das Sprachspiel Biennale Festival, an Uli Taus und Team. Genau, darf ich übergeben an dich, Renée? Ich wollte sagen, dass ich mich auch freue, hier mit dir zu sein, Judith Nike Pfeiffer. Und statt dass ich jetzt rede, ich sage, fang du an und dann reden wir, okay? Okay, Ja. cool. Dann fange ich mal an. Wir sehen zwei Menschen. Sie gehen durch das Grau. Es leuchtet. So grau ist es nicht, aber wir können in die Menschen nicht hineinsehen, wie man auch nie in andere Menschen und ihre Beziehungen je hineinschauen kann, geschweige denn in sich selbst. Dann The Battery vom East Coast Memorial aus westwärts dahin, wo der Blick verschwimmt, beginnt das Empty Sky Memorial. Wirkt weit weg, ist es auch. Näher zwar ist Liberty Island, davor ein Schiff, es hinkt, nur honkt, fährt in den Stein, ohne ihn zu rammen. Kein einziger Windstoß uns je aus dieser Landschaft. Wir verlassen sie scheinbar von selbst. Ein großer gefühlsmäßiger Aufwand, zeitlos. In der salzigen Luft, in der Kälte, zusammenzucken, wenn einer um die Ecke biegt. Sich Feuer geben lassen, Trost schenken, um ihn zurückzubekommen. Auch das Grau leuchtet. Gerade Grau leuchtet. Grau ist eine alte Seele, weiß, dass die meisten Dinge im Leben nicht schwarz oder weiß, sondern eine Frage der Betrachtungsweise sind. Zwei kommen uns näher, sie werden gesehen und doch nicht. Sie tauchen auf, leuchten kurz und verschwinden in der urbanen Landschaft. Wenn sie verschwunden sind, werden sie weiter existieren, aber nicht weiterleben. Die Umgebung erklärt, was es heißt, in ihr zu sein. Null Schatten, fadenscheinig. Das Leichteste weltweit, Fäden in alten Filmen, Linien auf deiner Hand, ein Haar durch den Dunst, Lichtschiss à la courte, Nahtstellen zeitliniert. Nachts leuchtende Schiffe, ein anderes Licht, überblendet im Nebel, eine Handvoll Bäume in einer Reihe gepflanzt, so schön, alles in meinem Kopf und man weiß nicht, ob es sich wieder meldet und wann. You know what I dreamt last Weißt du, was night? ich gestern träumte? I was on a Ich highway. war auf einem Highway. Ich fuhr auf einer Matratze. I was driving a mattress auf on a einem Highway highway. Außerhalb von New York. Outside of New York. It looked like Es New sah York. aus wie New York. But it wasn't. War es aber nicht. It was another country. Es war ein anderes Land. The ground was Der black, Boden war schwarz, wie like this dieser carpet. Teppich. But there was sun. Aber die Sonne schien und And I was quite happy, ich war really. Wirklich glücklich. Du warst nah, du warst anders. And you were near. You were different. I couldn't stand by and watch them shoot you down. I've got the cover from every angle.
And someone else. Und da war noch jemand. Someone was there. Aber ich hielt. But I didn't stop. And then the road became. Und dann wurde die Straße. I just kept driving. Ich fuhr einfach weiter. What do you think it means? Did you have any trouble parking? It's funny, at home my dreams are different. They're not like that at home. Talk about what? The weather? I don't know. About politics? About books? About films? Do you like to talk about Proust? Why not? Gehsteige machen Wellen. Diese Stadt, ihre Struktur ist das Gitter, ihre Logik, die Gier. Eine Linie ist ein Dreieck, umgekippt in diesen urbanen Landschaften, Distanz einnehmen, diese Brauntöne der Fassaden durch die Fenster dahinter. Sie sind obsessiv, wenn man genau hinsieht. Sind sie ergraut? Wie sich das Glas auf dem Spiegelbild um einen halben Zentimeter verschiebt? Wenn dies das Ende wäre, und es gibt keinen Grund zu sagen, dass es nicht käme, würden allein unsere Hände uns retten. Die minutiöse Zärtlichkeit anstelle eines Codeworts. Wir denken uns etwas aus für die Welt, die nichts von sich weiß, der wir angehören. Der Hudson River winkt herüber von Weitem. Erinnerungen aus einem Sommer. Irgendwann drei Menschen verpixelt. Auf Super 8. Auf dem Grund deiner Kindheit, Hände, Gesten, die kommende Gemeinschaft, alles wird sein, nur anders. Die angekuschelte Landschaft so, I don't know, I don't love you. Desire hält uns am Leben. Die Stadt besteht aus all diesen Mauern, eine Typologie, in der man leicht gefangen werden kann, dann gilt es, Wörter wie Raum und Bewegung in den Mund nehmen, eine Form der Abstraktion finden. Oh, sieh dir die Sonne an und in Richtung Grau zeigen, immer und immer wieder, denn es ist da, damit man mit freiem Auge in die Sonne schauen kann, einen Guide buchen, um seine Hand zu halten, während man niesend blinzelt. State building. I want to get that in the background.
Lisa, look up. All right, now wave, everybody. Doris, now walk slow. Take her hand, Doris. Come on. Jeffrey, come on, walk. Jeffrey, come on. Come on, Jeffrey, walk. Walk. Jeffrey, come on, Jeffrey, walk. Walk. Jeffrey, you do what Jeffrey, I tell you, Jeffrey. Jeffrey, come on. Jeffrey, walk. Walk. Come on, Jeffrey, walk. Walk. Jeffrey, come on, Jeffrey, walk. Walk. Jeffrey, come on, Jeffrey, walk. Jeffrey, come on. Jeffrey, don't spoil it. Don't spoil your daddy's movie. Daddy's movie. Daddy's movie. Daddy's movie. Daddy's movie. Daddy's movie. That is moving, 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 that is moving. Listen, fallen dir Menschen zu, fallen zusammen wohin, bleiben morgen to do, Betrunkene aufsammeln. Fallen dir Menschen zu, fallen zusammen wohin, bleiben morgen to do, in der Luft hängen. Fallen dir Menschen zu, fallen zusammen wohin, bleiben morgen to do, das dazwischen aushalten. Fallen dir Menschen zu, fallen zusammen wohin, bleiben morgend to do, fallend, dich lassen tragend. One, two, three, ho! Zunächst müssen alle Gäste in dieselbe Richtung. Keine Party, ein Fest. Wollen Sie Ihren Mantel ablegen? Es war keine Frage. Schlägt er ab. Ein paar Bedenken. Hunger? Jetzt schon. Durst? Jetzt schon. Du? Ich? Zu enge Schuhe, ein schwarzes Kleid. Zutaten fürs Zusammensein. Keine Regale. Tische, Gabeln, Messer, ungezählte Gläser, Flüssigkeiten en masse, trinkbar, vorzugsweise vergoren, viel zu essen, zu wenige Stühle. Neben der Garderobe an der Bar, das Glas Prosecco in der Hand, den Schal in der anderen, da kommst du mir entgegen, du. Ich glaube, ich habe geschrien, ganz leise, vor Freude gequietscht oder gezwitschert oder ein wenig gezirrt von innen. Ich habe keine Einladung bekommen. Die Einladung habe immer festgestanden. Du seist davon ausgegangen, dass ich kommen werde, hast du gesagt. Du habest fest damit gerechnet. Menschen, davon ging ich aus, die sich mit weißem Satin überzogen hatten, Tischlein deckt dich. Bald wurde mir klar, dass das der Preis war, den sie für einen Kuss verlangten. Ich küsste sie alle, sagte erst am Schluss, dass ich kein Geld bei mir hatte. Sie tasteten mich ab mit ihren Gespensterhänden vom Kopf bis Fuß und mussten erkennen, dass ich die Wahrheit sagte. Ich hatte keinen Cent mehr. Sorry, sagte ich. Das kommt so unvermutet. Die Münder waren natürlich wild. Ich nehme dem Drink die kühlere Schicht weg, zerbeiße alles, was auf der Zunge zergeht, mein Handy wirft mich über den Haufen. In größerem zeitlichen Abstand ein Zusammenkommen. Immer ist es ein großer Auflauf und sehr erschöpfend, aber auch irgendwie schön. Wir waren schon da, als es uns gar nicht gegeben hatte. Wir standen da, umschlungen. Er sagte, ich bin ein Fest. Es bedeutet mir alles, dein Fest zu sein. Ich bin so frei. Bitte jetzt. Da pfiff ich mir ein Lied und klatschte. Beifall dem Schicksal.
Und als der Jubel dann losbrach draußen, verschanzten wir uns hinter der Wand aus Aquarien, die sinnlicherweise die Außenmauer unseres Großraumhauses bildete. Hatte eine schöne Stange Geld gekostet, aber der Anblick der Piranhas im Sonnenlicht so kumpelkritsch und preisgegeben. Künstlerin, sitzen Sie da und werfen die Gläser nicht? Es ist mir, als ob die Bevölkerung schluckt und ich am Rande. Bring dich raus, geh nach dort, hinten raus, fort und fort. Kleines Gezitter in der Trunkenheit, was sich hier anbabert. Blick genau. Aber das Tageslicht schmeißen wir so übers Geschehen. Dunkel, dunkel. Wir ineinander die Augen auf, Iris gebiert. Obwohl wir ziemlich staunen machen, im Hintern möchten uns haben fest beobachtet. Bericht vom ausgelassenen Fest. Ich habe es ausgelassen. Seid ihr alle da? Wenn ich nicht antworte, heißt es, die Veranstaltung ist scheiße. Was soll ich denn sagen, wie viele Tauben à la Henri Matisse soll ich denn mitbringen? Ich renne weg oder ich schweige, ich nicke zu den Äußerungen meines Tischnachbars. Ich studiere das Panorama der Anwesenden und heimlich die zärtliche Mondrose. Congratulations, congratulations. Das Essen, sagt man, hat lange gedauert. Das Fest, sagt man, hat ein jähes Ende genommen. Du sollst meinen Arsch nicht so anschauen. Die Mädels kichern. Und so geht's von Lokal zu Lokal. Dieser erste knallende Champagnerpropfen, Altfreund Artmann, war in Jerichos der Startschuss zur gewaltigsten Sauftour, die der Puppensohn je durch Wien unternommen hat. Das Personal lächelt geradeaus, geradezu aufmunternd, als nach der fünften Flasche die ersten Shampoosgläser an die Wand geschmettert werden. Nun, eigentlich geht es mir schon besser, sagte die sie erleichtert. Ich habe einen unwahrscheinlichen Flirt angefangen. Es ist ja nicht wahr, dass du nicht tanzen kannst. Es ist 2 Uhr früh. Sie suchen einen Ausgang? Einen Augenblick. Schenken Sie mir einen Augenblick. Dankeschön. Wir haben eigentlich vorgehabt zu tanzen, René. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja lesen muss. Aber wir haben getanzt innerlich. Das war ganz fantastisch. Ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass du das gemacht hast. Vielen Dank. Ja, wirklich ganz fantastisch. Sag ein bisschen. Ich rutsche mir jetzt. Ja, komm. Sag ein bisschen, was war dein. Ach so, ja, dann bleibe ich doch hier. Ich stelle dich einfach den Aber Abstand willst, weniger vor. Ich kann mich bewegen. Ah ja, sehr gut. Okay, kommst du hier. Cool. So. Ach, brauchst du Hilfe? So, okay. Was war... dein Beweggrund, was wolltest du aus diesem Robert Frank Film denn uns zeigen? Das hast du mir schon gesagt im Detail. Ja, genau. Also ich war total, ich habe diese Bilder und die Ästhetik in dem Film unglaublich bewundert. Also man kann wirklich jedes Still aus diesem Film nehmen und es ist ein wahnsinniges Auge. Es ist wirklich unglaublich schön. Ich habe dann versucht zu schauen, was... mir in dem Film am meisten was mitgibt. Und das war zum einen dieses Leuchten, wie er mit Licht umgeht und sie spielt. Dann fand ich die Gesten unglaublich schön, also diese kleinen Handbewegungen oder wenn man sieht, wie sich Leute mit was spielen. Ich fand der Umgang mit Zeit, den fand ich spannend. Und eigentlich wollte ich weggehen von dieser Zweierbeziehung, weil ich denke, dass, man kann in Menschen nicht hineinschauen, man kann in Beziehungen nicht hineinschauen. Ich kann nicht mal in mich selber reinschauen, in die Beziehung zu mir selbst. Und dachte eher daran, dass es darum geht, wie wir alle miteinander sind. So.
Und fand es dann ganz gut am Schluss, diese Lokalszene mit der Party. Und habe dann dankenswerterweise sitzen auch ein paar Freunde, Autorinnen, Freunde im Publikum, die mir vor ein paar Jahren Feierspenden gegeben haben zum Thema Feiern. Aha. Und habe dann am Schluss diese Collage zum Thema Jubeln, Feiern, dachte ich, das ist dann was Gemeinsames. Aber hast du nicht wirklich gesagt, du wolltest irgendwie ein Glücksgefühl oder Glück aus dieser Einsamkeit und aus dieser Situation herausarbeiten? Und das hast du auch denn mit James Brown am Ende den zeigen wollen. Hm. Ja, stimmt, es gibt so eine absolute Schönheit in der Einsamkeit und in auch Ennui und auch in wir sind alle einsam immer wieder und das ist eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl. Ich dachte nur gerade jetzt durch die Pandemie ist es ganz gut, auch das Gemeinsame zu feiern. Genau. So, und auf das mal zu schauen und den Blick drauf zu lenken. Aber es hat beides Gültigkeit, es ist beides wichtig. Genau. Du hast auch mir gesagt, dass für dich eine Figur, die dich sehr bewegt hat, war diese einzige schwarze Frau in dem ganzen Film, der quasi einfach auf dem Tisch saß und nichts zu Worte kam. Ja. Kannst du was sagen zu deinen Gefühlen hier? Das ist super, dass du das ansprichst, weil in dem Film im Restaurant sieht man es hinten, das ist aus dem Jahr 1963 und ich komme gerade aus Brüssel und ich wusste das auch nicht, dass Brüssel nach New York City die zweitdiverseste Stadt der Welt ist, also im Sinne von Nationalitäten und auch Hautfarben. Und wenn man dann nach Wien zurückkommt, Wien ist auch unglaublich diverse, aber eben was mir auffällt, die Hautfarben sind, wie auch in Berlin, es ist eher sehr wenig bunt, um das so zu sagen. Und wenn man dann den Film nochmal jetzt in Brüssel sieht oder auch in New York, du kommst ja auch ursprünglich aus New York, dann fällt einem das sehr schnell auf, ja. Und wie war das bei dir? Du hast erzählt, du bist in New York aufgewachsen. Wenn du jetzt so die Bilder siehst, aber du bist ja viel später geboren, oder? Du bist ja in den 70ern. Entschuldigung. Aber du erkennst schon. No, das kenne ich nicht. Na, du bist das in den 70ern. Nee, aber das Memorial gibt es zum Beispiel und die Häuserfassaden. Ja. Das aber was noch für mich interessant war, dass dieser Robert Frank ist Schweizer und sein Blick auf New York und auch dieses Restaurant, das war so europäisch. Das Ganze war absolut nicht sozusagen ein New York-Film. Das war wirklich total europäisch, so französisch angehaucht. Ja. Und dann auch der erste Film, Letters from a Window, der auch so zusammen hier gezeigt wurde. Wien schaute aus wie in The Third Man. Das war wirklich faszinierend, wie sie diese Bilder konstruiert haben und auch, dass die Narration in Türkisch war. Das habe ich nicht unbedingt gekannt. Viele Leute, die in Wien leben, erkennen die türkische Sprache auf Anhieb, aber ich nicht. Ich habe nur diese Alienation, dass das so eine fremde Sprache war. Aber ich dachte, diese junge Frau, die durch die Stadt geht wie ein Schatten und Türkisch spricht, dass das eine neue Kontextualisierung ist, weil in Wien hört man eher Türkisch am Brunnenmarkt oder sowas und nicht im ersten Bezirk hinter der Oper. Und so, das fand ich wirklich spannend. Ja. Das war sehr interessant. Und wie sie oder die zwei, Gavis und Chirac, wie sie die Urban Landscape präsentiert haben, so out of time. Und wie Robert Frank dann New York nach Europa verpflanzt hat. Yeah. Aber dein Approach fand ich im Licht deiner Geschichte sehr, sehr passend. So, du hast Politikwissenschaft studiert, du hast ein Doktorat in Linguistik, du hast das gemacht mit der Akademie der Wissenschaften hier in Kooperation mit der University of Lancaster, zusammenarbeiten mit Ruth Wodak. Ich fand, dass dein Approach nach der PhD hast du auch
ein Lied geschrieben, ein Song Contest gewonnen bei FM4, du hast eine Band gegründet, du warst auf Tournee, du kennst Performance, du kennst Texte, dann hast du auch Songwriting mit Ernst Mulden und die Schule für Diktung und Dichterei mit Was Gustav. Was du dir alles merkst, René. Ja, aber wir kennen uns in der Schule für Diktung. Ich sage das alles nur, weil was du präsentiert hast, so war irgendwie eine kleine Gesamtkunstwerk, die mich so inspiriert hat und unser gemeinsamer Freund Christian Ide Hinze erinnerte, und dass du wirklich deine poetische Zugang mit Musik, mit Bilder, mit Grafik und mit deinen eigenen Texten und auch als Wissenschaftlerin, wie du denn andere Texte zitiert hast von der Wiener Gruppe und von zeitgenössischen Wiener und österreichischen Dichtern. Das fand ich wirklich fantastisch. Oh, cool. Danke, das ist das Tolle, dass ich, eigentlich kennen wir uns über Ide Hinze indirekt, ja. Genau, weil ich René vor Jahren auf der Bühne sah und ich fand dich so toll, und dann dachte ich, als Uli mich eingeladen hat, wer mich moderieren sollte, habe ich sofort an dich gedacht. Genau, und es ist auch wirklich inspirierend, hier in Wien habe ich schon das Gefühl, dass, weil du meintest, der Film, dass der eine komplett neue Seite von Wien zeigt, aber dass diese verschiedenen Wiens auch jetzt hier erblühen, also gerade bei Festivals, Festivals wie hier oder in Schule für Dichtung oder auch in der Alten Schmiede, das ist immer wieder so, ich nenne es, es sind irgendwie so coole Orte und Menschen, wo man andocken kann, und es ist jedes Mal erstaunlich erfreulich, wie man da begegnet. Ja, aber das ist auch deine Grundphilosophie, oder? In deinen Kunst und so, dass du immer, egal was passiert, das Positive denn heraus oder hervorheben will. Nicht, dass du ignorierst, was negativ ist oder dass das nicht existiert für dich, aber ich merke, was du schreibst, deine Gedichte, dein Roman, ich glaube, es gibt am Büchertisch ein Buch von dir, dass du eher zurückkehrst zu der positiveren Seite. Das kann gut sein. Ich habe Novelle über einen Mord geschrieben und es war wirklich schwierig, diese Mordszene zu beschreiben. Und ich glaube sogar irgendwie, wenn man es so sehen will, ist es mir auch da ein bisschen gelungen, das irgendwie umzudrehen. Genau, weil es ging um einen Frauenmord, ja. Und die Männer, die im Nachhinein genadigt werden. Genau, die, ja. Also ihre Mörder wurden verurteilt und sie ist dann, sie waren dann alle tot und erhängt und verurteilt. Aber der Papst, das hat sich im 16. Jahrhundert abgespielt, der hat dann die Mörder wieder rehabilitiert. Und ich glaube, in Rom sind, also war ein Mordfall aus dem Jahr 1559, und in Rom gibt es immer noch zwei Kirchen, in denen die beiden Mörder liegen. Aber du wolltest so ein bisschen eine Stimme für die Frau machen, dass es einfach nicht so ist, dass ihr Mörder rehabilitiert werden können. Ja, genau. Ich habe da ein bisschen viel Tarantino geguckt, um zu schauen, wie man die, wie die Frau sich da gut wehren kann, auch wenn sie im Sterben ist oder so. Sie ist, ne? Genau. Und du machst jetzt, du hast einen zweiten Roman, der jetzt im Sommer fertig wird. Ja, das ist wieder alle wissen, eine Deadline. Eine andere Geschichte, genau, die Deadline. Genau, ich habe, glaube ich, eine Gnadenfrist bis Ende Juli, dann sollte ich das abgeben. Genau. Diese Landscapes, ich weiß es nicht, die Robert Frank ist sehr spannend, weil er ist vielleicht am berühmtesten für sein Buch The Americans, oh, ja. Obwohl er eben kein Amerikaner war, also späte Staatsbürgerschaft, und das hat irrsinnigen großen Einfluss auf den Rest des Jahrhunderts und die Fotografie. Hm. Ich finde das auch ein Parallel, well, nicht wirklich, die Letters from a Window, dieser Film, das ist so neue Wiener, österreichische Cinema. Die beide haben so studiert, die studieren jetzt an der Akademie. So der Gavus hat die Friedel Kubelke Schule für unabhängige Film gemacht, und die Shirkan hat, Shirak hat
auf der Angewandte studiert und studiert jetzt auf die Akademie. Und dieser Film hat auch einen Publikumspreis gewonnen und auch in Tenerife ein Menschen. Wie siehst du das? Du bist immer wieder unterrichtend, unterwegs. Wie siehst du die nächste Generation von Künstlern? Hast du irgendwelche Einblicke, was du spürst und siehst, was denn kommt demnächst? Mhm. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe in den USA unterrichtet, 2020 in Georgetown und davor 2018 in Arizona an der University of, in Tucson. Und hier an der Angewandten. Und ich weiß gar nicht, ob man das so vergleichen kann, weil jetzt in Washington D.C. Zahlen die Studierenden unglaublich viel Geld, dass sie da studieren können und haben einen ganz anderen Ethos, gehen rein und wollen was und die kommen und die wollen lernen. Und in Wien ist es auch so, aber die sind irgendwie relaxter und vielleicht anders selbstbewusster und schwierig zu sagen, ob man die überhaupt vergleichen kann. Aber was mir auffällt, die Generation der jetzt so 20-plus-Jährigen stehen unter enormen Stress. Also es tut mir auch wirklich leid. Man hat es gesehen in The Letters from a Window, dass Fear, Angst, war eigentlich die Grundstimmung. Mhm. Und bei Robert Frank, das war fast ein Luxus, die Ennui zu haben und einfach sich den ganzen Tag mit seinen Gefühlen zu beschäftigen. Total, das war eine ganz andere Sache. Ja. Ja. Robert Frank habe ich dann auch nochmal, weiß nicht, wer von euch Don't Blink gesehen hat. Da geht es irgendwie, es ist so ein Dokumentarfilm von Laura Israel über sein Leben. Aha. Sie begleitet ihn und ist super spannend, sehr empfehlenswert. Genau, und da habe ich dann den Film nochmal anders verstanden, obwohl das quasi in einer seiner früheren Filme ist. Aber sehr spannender Mann und Inwiefern, was hat dich so imponiert oder was ist in Erinnerung geblieben? Also er war sehr, sehr vom biografischen Details. Robert Frank hat zwei Kinder, alle beide seiner Kinder verloren. Mhm. Das waren ganz tragische Einschnitte in seinem Leben. Aber was mich am meisten, was ich bewundert habe, ist, dass er sehr im Hier und Jetzt dennoch geblieben ist, dass er sich weiterentwickelt hat, dass er immer neue Techniken ausprobiert hat, dass er gezeichnet hat, dass er auf seine Negative gescratcht hat. Also ein sehr vielseitiger, beeindruckender Mensch. Ja. Ja, und die Landschaften hat so für ihn eine sehr wichtige Rolle. Er kam aus der Städtischen, aber dann mit zunehmendem Alter war er mehr und mehr in der Natur und dann letzten Endes in Nova Scotia, in Kanada, wo er auch dann gestorben ist, wo wir auch den Film Keep Busy gesehen haben. Die Winter dort sind, ich war nie dort, aber ich stelle es wirklich krass kalt vor. Noch kälter als in der Schweiz. Uff. Ja. Naja, hat irgendjemand eine Frage? Will irgendjemand was fragen? Darf ich das fragen, ob jemand eine Frage hat? In Wien ist das immer so schwierig, alle so. Ja, aber ich wollte euch die Chance geben, eine Frage zu stellen. Aber wenn nicht, dann sage ich wirklich danke, weil ich finde, dein Zugang war, ich kann es nicht sagen, weiblich, aber es war so ganzheitlich. Das war so ganzheitlich und auch diese im Sinne der Schule für Dichtung, diese Polypoesie und auf alle verschiedenen Ebenen zu agieren und alle Betrachtungsweisen zu haben und dass du, ich habe das gar nicht gemerkt, dass du diese einzelne schwarze Frau denn so lokalisiert hast. Das ist deine Sensibilität, wie du gesagt hast, du hast in aller Welt gelebt, in Kanada, du warst gerade dieses Jahr in Pakistan, in Edinburgh, in Italien und du bist wirklich eine Weltbürgerin und man sieht das in deiner Arbeit
Und auch, dass du eine Band gehabt hast und die Welt bereist hast, das kennst du so viel von Musik und Sprache und Stimmung und alles. Und das finde ich wirklich sehr bereichernd, weil gestern war der große Pop da und die Girl Room und das ist so ein Ding. Und das ist sehr wichtig, die Geschichte und das Leben, die Geschichte, die sind noch da. Aber du bist dann wieder die nächste Generation und auch von der Schulverdichtung geprägt. Und dann sehen wir diese Letters from a Window. Das sind dann aktive Studenten, die schon Preise gewonnen haben und in der Welt international präsent sind. Und ich finde das wirklich super hier, dieses Festival, dass alle diese Ebenen, Generationen, Nationalitäten zusammengebracht sind. Das ist wirklich super. Und auch, dass du für mich inspirierend bist für andere Frauen und für andere Personen, weil du bist auch eine Mutter, du hast auch ein Doktorat, du hast es auch gewagt, als freie Künstlerin dich zu reüssieren. Und das ist so wichtig, weil, wie wir wissen, es ist einigermaßen eine Zeit, wo wir ermutigt werden, Angst zu haben, und wir werden ermutigt, zu Hause zu bleiben, und wir werden ermutigt, unsere Köpfe so zu halten. Und so hier bist du, ein starkes Licht. Das gegen Position und das freut mich wirklich. Und dieses Festival freut mich sehr. Und wir können dann sehr viel mitnehmen von deinem Beitrag und auch von dem Studentenfilm, dass vielleicht Angst oder Entfremdung oder Langeweile, vielleicht sind diese Sachen alle da. Aber wenn man will, kann man das Glas halb voll sehen und man kann dann mit Optimismus und mit Power morgen anpacken. Ja. So, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. I'm speechless. Außer vielleicht vielen Dank, René. Es ist jedes Mal eine Freude. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir ein Gespräch zu führen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, am Büchertisch ist ein Buch von Judith Nike Pfeiffer. Und ich wünsche euch alles Gute und Liebe, viel Spaß, der Rest des Festivals, der Rest heute und morgen. Und Angst ist was Cooles eigentlich. Das ist this is cool, wenn es cool bleibt, wenn es unter Kontrolle bleibt, das ist super cool. Aber sonst nichts so wirklich hilfreich. So, danke schön. Vielen Dank.